Hallo Leute, ja, ich hab's geschafft und ich bleibe jetzt genau so stehen, weil ich hab gestern ewig gebraucht, bis ich das hinbekommen hab mit dem Sprung hier. Seid froh, dass ich das nicht aufgenommen hab. Ich muss so einen Rückwärtssprung machen und gleich eine Seitwärtsrolle. So, die Kugel ist weg. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Also hier bis an die Kante gehen. Ich glaube so, das war schon mal ganz blöd. So dürfte es vielleicht sogar stimmen und nach hinten springen. Und dann bleibt sie drauf stehen. Genau. Wir haben es geschafft. Wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so schwer. Gut, wir hangeln uns jetzt nach da drüben in die Öffnung und schauen mal, ob wir dann bald an unsere Uzzis kommen, die wir ja in der letzten Folge gesehen haben. Ja, die würde ich gern mal haben. Müssen wir nicht immer mit den Pistolen darum fuchteln. Naja, wir haben ja auch die Schrotflinte. Die können wir dann auch benutzen. Ja, 4 Schuss. Ist okay. So, speichern. Und schauen wir uns mal da drüben um. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Lara ist auch gespannt. Die guckt sich schon ganz gespannt um. Hier ist eine Leiter. Da springen wir einfach mal dran. Weil es sieht so aus, als ob wir nach unten müssten. Und ich ziehe mal lieber eine Waffe, weil ich glaube, hier kommt ein Gegner. Oder? Das sieht so aus, als würde hier gleich so eine Mumie angerannt kommen, aber ich glaube, das ist nicht so. Da drüben liegt was. Uzi-Munition, yeah. Habe ich jetzt einen Gegner ausgelöst. Naja, mein Gott, die Gegner können meinetwegen auch fortbleiben. Aber da liegt auch noch Uzi-Munition. Super. Nehme die mit. Und hier ist ein Hebel. Ja, dann lösen wir wahrscheinlich einen Gegner aus, oder? Schnell hoch, Lara. Ja, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Jetzt steht auf einmal da hinten so ein Zentaure. Wie viel Schrotflintenmunition halten die denn aus? 4 Schuss? Jetzt meine Schrotflinte all. Okay. Speicher das trotzdem. Weil wir es überlebt haben. Ich habe jetzt was geöffnet, eine Tür. Aber wo war diese Tür? Oh ne, jetzt habe ich die anderen auch ausgelöst. Oh Gott, ich habe Angst vor dem, weil ich so wenig Leben habe und kein Medipack nehmen will. Weil wir so wenige haben. Ich mache das jetzt so wie im ersten Level mit Seitwärtsrollen. Und guck, ob es klappt. Oh Gott. Nee, das klappt nicht. Ein kleines Opfer ich, aber mehr nicht. Weil es kommen noch mehr so Gegner und das wird nicht einfach. Er ist aber tot. Jawohl. Speichern. Ich hasse die Viecher. Was sind das eigentlich für Löcher hier? Das sieht so aus, als könnte ich da irgendwann mal rein. Aber im Moment ist das alles noch zu. Da komme ich noch nicht hin. Da ist nämlich auch verschlossen. Naja, ich kletter jetzt erst nochmal hoch. Wo war die Leiter? War die hier? Hä, wo war die Leiter? Ach, da. Okay. Aber mal positives Feedback. Dieser Block sieht cool aus, finde ich. Der sieht echt gut aus. Und hier diese Textur, diese Säulen. Das gefällt mir richtig gut. Also nochmal großes Lob an das Spiel. Und damit natürlich auch an unseren Z94, den ich ja mittlerweile schon sehr oft gelobt habe, auch schon beim alten Spiel Search for the Golden Mask. Sind auch wirklich tolle Level. Nur hier hat man halt ein bisschen Medipack-Mangel, finde ich. Am Anfang, wenn man dann in die nächsten Welten kommt, also nur am Anfang, wo man noch keine Waffen richtig hat, da sind die Medipacks wirklich knapp. Ach, ich glaube, ich weiß ja, welche Tür ich jetzt geöffnet habe, oder? Ah, genau! Ich weiß jetzt, welche Tür. Ja. Und zwar die hier unten. Okay, das lade ich jetzt nochmal, weil ich zu viel Leben verloren habe. Wir müssen ja wirklich aufpassen. Mit unserem Leben. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich kein Leben verliere. Wir müssen wirklich auf jedes Fitzelchen Leben aufpassen. So. Darüber. Wir haben kein Leben verloren. Deswegen ist das gut. Und wir gehen durch die Tür. Und jetzt kommt, glaube ich, auch gleich das erste Blockschieberätsel. Wo ich mich natürlich schon riesig drauf freue. Wasser? Das habe ich aber nicht in Erinnerung. Gut, springen wir erstmal ins Wasser. Und ihr habt hier vielleicht die Gelegenheit, falls es euch ja nicht aufgefallen ist, wenn Lara auftaucht, das hört sich total merkwürdig an. Hört mal hin, ich mache das mal lauter.
das. Das habe ich hier ungefähr bei... Ja, ich merke mir die Stelle mal. Hört mal hin, wie die auftaucht. Das hört sich total bescheuert an. Das hört sich total komisch an. Aber das ist alles zu laut gerade. Ich mach's wieder runter. Ach so. Genau, man hört das Stöhnen von der Lara, wenn man den Sound umstellt. Gut, alles klar. Speichern. Wollte ich euch nochmal gezeigt haben, ich finde das hört sich irgendwie komisch an. Die hat so eine tiefe Stimme, die Lara irgendwie. MP-Munition. Das heißt, wir werden die MP finden. Also man sieht wirklich, das Spiel ist sehr Tomb Raider 3 mäßig angehaucht. Desert Eagle Munition, Uzi Munition, Schrotflinte, beziehungsweise Gewehr, so heißt das ja bei Tomb Raider 3, Granatwerfer, MP5 oder MP5, wie das normalerweise richtig heißt. Ja, auf jeden Fall sehr Tomb Raider 3 mäßige Waffen, muss ich jetzt mal hier feststellen. Aber ich glaube, die Panzerfaust finden wir nicht. Also da erinnere ich mich jetzt nicht dran. Ich habe gerade überhaupt keinen Überblick. Ach, jetzt bin ich wieder hier unten gelandet. Okay, alles klar. Probieren wir das einfach nochmal. Die Leiter hoch. Eine Rückwärtsrollung gleich abspringen. So, und... Ah, jetzt hänge ich hier. Hangel mich einfach mal rüber. Das war zwar so nicht geplant, aber gut. Machen wir das einfach mal. Und Lara ist schon ewig aus dem Wasser und sie tropft immer noch. Sehr logisch, dass die Frau etwas länger nass ist. Wenn ich jetzt krieche, komme ich dann da oben raus? Ich hoffe es ja, weil da oben die Uzi, glaube ich, liegt. Und die will ich natürlich unbedingt haben, das ist ja vollkommen klar. Aber es sieht so aus, als würde ich in eine ganz andere Richtung kriechen. Oder? Wo komme ich denn jetzt raus? Okay, hier ist die Lava. Oh Gott. Habe ich das gespeichert? Ja. Kleiner Fortschritt auf jeden Fall. Ja, kriegen wir nochmal. So. Dass sie sich nicht die Knie dabei aufscheuert, hier auf dem Sand so rumzukriechen mit den nackigen Beinen. Naja, ich weiß ja nicht, ob das den Knien und den Beinen und der Haut so gut tut. Aber gut. Lara macht das nichts und ich mache schon wieder denselben Fehler. Ich muss mal aufpassen. Da hatten wir das. Alle guten Dinge sind drei. Oder kann ich hier hoch? Also. Oder? Also so. Nee, das geht nicht. Wieso habe ich das jetzt geladen? Das gibt schon wieder keinen Sinn. Ich lade das, obwohl ich an derselben Stelle bin. Naja. Scheuern wir uns nochmal ein bisschen die Knie auf. Weil das so viel Spaß macht und das so gut tut. So. Und passen jetzt auf, was wir tun. Nicht, dass wir jetzt schon wieder darunter rennen. Ich will nämlich nach hier drüben. Und da liegen tatsächlich die Uzis, die wir auch gleich nehmen. 240 Schuss, das ist besser als gar nichts. Wir nehmen den Schlüssel noch mit. Stone Key vielleicht. Ruinski, weil wir sind hier in einer Ruine. Also Underground Remains habe ich mal nachgeguckt. Underground ja Untergrund, aber Remains heißt, glaube ich, behalten, to remain, behalten, Untergrund behalten. Ich weiß es nicht, also für mich gibt das keinen Sinn. Ich wollte jetzt auch nicht länger nachhaken. Wo muss ich jetzt hin? Anscheinend will Lara ins Wasser dann. Ah, genau, wir haben nämlich diese eine große Tür gehabt in der letzten Folge über diesem Lava-Becken da, wo wir lang gehangelt sind und dann gemerkt haben, juhu, eine verschlossene Tür, wo wir nicht durchkommen, weil der Schlüssel fehlt. Und den haben wir jetzt. Okay. Aber wie komme ich hier wieder lebendig weg? So? Jawohl, da ist nämlich eine Leiter, genau. Und da gibt es nämlich Aussehen, dass man hier hoch kann. Ach nee, ich kann mich, glaube ich, ganz rüberhangeln, oder? Naja, dann machen wir das mal. Oder zumindest bis zu der Stelle, wo diese Tür ist. Vielleicht können wir da auch schon so irgendwie reinkommen. Durch eine Rückwärtsrolle oder irgend sowas. Nee.
Aber ich habe schon einen Plan. Mal gucken, ob der funktioniert. Kommt aber drauf an, wie viel Leben wir dabei verlieren. Obwohl, das könnte hinhauen. Vielleicht ist das so gedacht, ich weiß es ja nicht. Also, hier müsste es reichen. So, speichert das mal. Eine Rückwärtsrolle. Da drauf und wir haben Leben verloren. Aber ich denke, das lässt sich nicht unbedingt ändern. Und viel Leben war es ja auch nicht gewesen, was wir verloren haben. Und so. Okay, das nehme ich jetzt hin. Wir haben ja noch ein großes Medipack. Und vielleicht finden wir auch mal bald wieder eins. So, Schlüssel einstecken. Waffen ziehen. Weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Gucken wir mal nach links. Eine Leiter. Und jetzt kommt, glaube ich, das Blockschieberätsel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber erstmal eine große, hohe Leiter. Und ich glaube, wir haben in dem Level noch kein Geheimnis gefunden, oder? Mann, sind wir schlecht. Es gibt 75 Geheimnisse und wir haben in dem Level immer noch keins gefunden. Ja, und leider können wir uns das auch nicht angucken, wie viele es in diesem Level gibt. Weil die Statistik einfach nur diese Gesamtgeheimnisse anzeigt. Also, dass es 75 gibt. Also, wenn ihr mal schaut, hier wird einfach nur 75 angezeigt vom ganzen Spiel. Da sieht man jetzt nicht, wie viele es in jedem Level gibt. So wie das bei Tomb Raider 3 eigentlich und generell bei den Tomb Raider Spielen so üblich ist. Obwohl bei Tomb Raider 4 wird das ja auch so angezeigt. Das ist ja eine Tomb Raider 4 Statistik und deswegen bei Tomb Raider 4 finde ich das auch blöd und bei Tomb Raider Chronik genauso. Dass einfach nur die Gesamtzahl der Geheimnisse angezeigt wird und man nicht weiß, wie viele in welchem Level zu finden sind. Ja, und das finde ich jetzt ja auch nicht so toll, weil das eine Sackgasse ist, die uns nichts bringt. Ja, leerer Gang, ne? Gehen wir halt mal nach hier. Da ist ein Hebel. Den ziehen wir. Und wir haben eine Luke geöffnet. Die nicht hier ist, oder? Ach doch, wir müssen nämlich jetzt den Block hier schieben. Das ist das erste Blockschieberätsel, was ich meine. Aber das ist nicht so kompliziert. Das nächste wird dann komplizierter. Kann ich den nicht nochmal schieben? Nee, ne? Okay. Ach, das war gar kein Blockschieberätsel. Okay. Dann kommt nur eins. Ich habe jetzt Leben verloren. Das ist blöd. Ich speichere mal. Ich guck mal, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Ja, hier, dann mache ich das gerade nochmal. Weil wir brauchen wirklich unser Leben. Wenn ich das schon wieder sehe mit dem Zentaure da und dem einem Medipack, was ich da habe, ich weiß ja nicht. Also die Uzis werden wir auf jeden Fall dafür verwenden. So, ich speichere das jetzt hier nochmal. Sieht er mich hier, der Zentaure? Hier sieht er mich schon, okay. Das heißt, ich muss sofort hoch. Sofort. Und gleich schon das Medipack nehmen, oder? Ja. Seht ihr das? Also ich habe wirklich keine Zeit gehabt, das letzte Medipack zu nehmen. So. Hinter springen, damit es mich nicht abschießen kann. Und ja, es hat geklappt. Aber wir haben kein Medipack mehr. Das ist echt kritisch, weil da draußen wieder zwei auf uns warten. Soweit ich das in Erinnerung habe. Und da drüben auch. Also das ist wirklich jetzt sehr, sehr kritisch. Ich mache mir gerade echt Sorgen. Wie wollen wir das denn hinkriegen? Höchstens hier liegt vielleicht irgendwo ein Medipack. Also ich hoffe es ja mal. Weil hier unten habe ich zwei Zentauren in Erinnerung, aber ich muss ja gar nicht runter. Also wenn ich runtergehen würde... Nee, die kommen jetzt später hier unten. Okay, vielleicht habe ich bis dahin ein paar Medipacks eingesammelt. Wir müssen nämlich jetzt... Ah, super. Irgendwie hier hochkommen. Ach so, okay. Alles klar. Und da liegt schon mal Munition. Das ist ja schon mal gut, wenn... Ja, seht ihr, was da drüben liegt? Boah, ich habe mich noch nie über so über ein Medipack gefreut. Jawohl, ein Medipack. Es ist echt Wahnsinn, wie ich mich hier über ein Medipack freue. Weil es hier wirklich auf jedes einzelne ankommt. Deswegen ist das Spiel auch so anstrengend, weil man genau aufs Leben achten muss. Okay, also hier ist ein Block. Den darf ich jetzt nicht verschieben.
dürften höchstens einmal ziehen vielleicht. Aber da komme ich noch nicht dahinter, das heißt, es ist eigentlich relativ egal. Da komme ich jetzt später hin. Ich muss jetzt erstmal hier runter. Da, in diese Öffnung. Das weiß ich noch, weil ich hier mal gehängt habe. Und, okay, laden. Zu viel Leben verloren. Und ich stelle fest, super. Naja, machen wir es halt nochmal. Ja, wir dürfen nochmal die Desert Eagle Munition aufheben. Und das große Medipack. So, schnell darüber. In Krabbelposition. Lara. Achso, ich habe Sprint-Taste gedrückt. Und so, okay. Haben wir es jetzt? Ach, Lara, komm. Stell dich nicht größer, als du bist. So. Und sofort schießen und hinrennen. Oh Gott. Naja, ist okay. Also ich glaube, viel schneller ging das jetzt nicht. Gut, den haben wir erledigt. Ich bin sehr beruhigt. Großes Medipack haben wir auch noch. Das ist noch beruhigender. Jetzt ziehe ich hier einen Hebel. Und öffne die Tür da hinten. Und damit lösen wir die zwei nächsten Zentauren aus. Was wieder eine Schwierigkeit wird. Weil wir Medipack-Mangel haben. Und Uzi-Mangel. Ich glaube nicht, dass die für beide Zentauren reicht. Hä, wieso habe ich denn hier zwei Zentauren in Erinnerung? Hier kommen ja gar keine. Ja, es ist mir auf jeden Fall recht, aber... Ach, ich glaube, die kommen erst ganz am Ende des Levels. Okay, gut. Vielleicht habe ich bis dahin noch ein bisschen Munition gefunden und ein paar Medipacks und dann ist das auch gut so. Okay, und ich merke, dass ich die Zeit schon wieder... Oh Gott. Sehr überschritten habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Ciao.